Und hier kommt, nein, kommen unsere Marathonläufer. Denn in diesem Jahr, und das ist absolut einmalig, wird die 42 Kilometer lange Marathonstrecke in Rot in drei Abschnitte aufgeteilt. Laufen werden sie Konstantin, Noah und Gabriele vom Laufclub 21 jeweils mit Begleitperson. Trainiert wird hier richtig fleißig. Die Teilnehmer allesamt erfahrene Läufer. Sauber. Super Trainingseinheit. Conny, klatsch ab. Gabriele, klasse, super gemacht. Super Coaches. Läuft ganz toll das Training. Ihr habt euch schon richtig verbessert. Ja, uns gibt es schon seit 2007. Wir sind ein inklusiver Sportverein und haben uns sozusagen darauf konzentriert, Menschen mit Down-Syndrom den Ausdauersport näher zu bringen. Jeder Läufer mit Down-Syndrom hat einen oder sogar mehrere sogenannte Coaches, die bereits seit Jahren regelmäßig mit ihren Schützlingen trainieren. 7 Jahre kennen wir uns, unsere Laufgruppe. Ich freue mich so sehr auf der Rot. Das ist wie Schalter umlegen, wir laufen, wir kommen nach Hause, schalten wieder aus. Ich habe den Conny noch nie unmotiviert erlebt. Musst du sie manchmal mitziehen, oder? Ja, ich muss abends mal mitziehen. Ich bin sehr gespannt, ich bin nicht aufgeregt, aber ich mache Entspannung und blablabla. Ich schaue mal, ob ich das schaffe. Natürlich schafft Gabriele das. Mit Unterstützung ihres Vereins, dem Laufclub 21 und in Rot dann natürlich mit den begeisterten Zuschauern an der Strecke. Bei uns ist das Laufen halt auch etwas entspannter. Wir trainieren zwar leistungsorientiert, aber bei uns steht einfach das gemeinsame Erlebnis voll im Vordergrund. Und der Zieleinlauf beim Challenge Rot am 17. Juli, der wird mit Sicherheit ein absolut einmaliges Erlebnis für alle.